müssen den retten. Dann kann ich doch noch Hasi schnitzeln. Jetzt treffe ich es nicht mal. Doch. Es ist wahrscheinlich wieder so eine Aktion, wo dieser andere... Danke. So, welche Richtung geht es jetzt nochmal zu Leon? Da lang. Die Schlange. Ich renne jetzt einfach dran vorbei. Die geschmeidige Rolle gesehen. Ein ganzes Stück. Wo habe ich den denn ganz verloren? Ich verstehe das nicht. Was war denn so weit hinten, dass der hier unbedingt bleiben wollte? Wir haben hier auch nichts Spezielles gemacht. So, ist das hier die Bucht? Hier soll der sein. Oh. Wird gekämpft. Aber wo ist Leon? Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir mal irgendwann so eine Situation hatten, das ist echt schon ewig her, dass schon mal ein Begleiter an irgendeiner Wasserpflanze hängen geblieben. Aber wir sehen ihn ja jetzt hier gar nicht. Das ist wirklich schon sehr, sehr merkwürdig. Einfach weg. Ja. Glaubst du, dass ich ihn bei Licht besser sehe? Wer da unten rumschwimmt? Ich muss erstmal was essen. Bisschen Suppe. Jetzt wird es schon wieder hell. Da unten ist er. Du siehst irgendwie nicht so aus, als wenn du mir folgen würdest. Zu weit weg. Ja, witzig. Warum hängt der da ab? Hier bin ich in den Fischschwarm vorhin reingeschwommen. Nicht mehr folgen. Folgen. Sieht doch kaputt aus. Ich da mal gegenhau. Jetzt folgt er mir wieder. Guck mal, der braucht einfach mal wieder einen vor die Omme. Ja. Diese Sklaven. Manchmal muss man denen zeigen, wo der Hammer hängt, damit die wieder gerade laufen. So, jetzt aber.
Auf zum Koboldkönig, ob du willst oder nicht, mein Freund. Einfach im Fischschwarm eben hängen geblieben. Safe. Also merkt euch, Fische sind gefährlich für die Begleiter. So, jetzt müssen wir uns da ein bisschen rechts halten. Bin ich ja gespannt, ob wir den gleich schaffen. Ob ich wieder irgendwelche Verluste verzeichnen darf. Den Unterhalter wäre es tatsächlich ein bisschen schade. Bin ich ganz froh, dass ich den schon so ein bisschen gelevelt habe. Und um Lian wäre es auch sehr schade, weil es da ja eigentlich auch so eine Mega-Story zu gibt. Ist ja nur durch Rache in mein Team gekommen. Eigentlich müsste der wirklich ein bisschen leiden, der Gute. Muss jetzt was leisten und wieder gut machen. So. Und jetzt müsste das hier so. Warte. Da so rechts hochgehen, ne? Der Dschungel ist einfach so groß und unübersichtlich. So viele Ecken hier. Aber ich bin ganz froh, dass man einigermaßen sicher hier durchs Wasser reisen kann. Das macht es dann doch angenehmer. Aber ich muss jetzt einmal hier durch diese coole Baumwurzel laufen. Das ist schon schön. Hier, da ist wieder eine Schlange. Das ist nicht so schön. Aber wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Und wenn dann der Koboldkönig noch da ist und das klappt, freue ich mich riesig. So, und wir schwimmen jetzt um die Wasserpflanzen rum in keine Fischschwärme mehr rein. Ja, guck mal, da vorne ist doch schon dieses Tempelgedöns. Die Schlange hat uns gesehen, das ist eklig. Irgendwann kommen Killerfische. Ja, Piranhas. Das wäre nochmal eine Idee. Gerade hier so im Dschungel. Das passt total gut. Das würde wirklich total gut passen. So ein paar Piranhas hier. Was auch richtig cool wäre, wenn man dann diese Piranhas fangen könnte, zu Hause ein Fischbecken hat und dann seine Opfer da reinschmeißen kann und dann die Piranhas die auffressen. Auch ein bisschen grausam, ne? Aber irgendwie auch cool. Ich habe keine Zeit zum Essen. Die kommen schon. Na gut. So. Na, lassen wir erstmal so ein paar hier ankommen.
schon ziemlich gut grausam. Guck nicht so geschockt. Wenn die Sklaven nicht hören, wird denen halt mal so ein kleiner Fuß abgeknabbert, so ein kleiner Zeh, nicht gleich der ganze Fuß, erstmal nur ein Zeh. Hält man das so schön rein ins Piranha-Becken. Wölfe besiegen. Selten. Ich lache mich weg. Es wird immer noch ein Beutetier, ne? Irgendwo ist noch ein Kobold. Da hinten kommt er. So, ich sollte vielleicht auch den Koboldkönig nochmal mit abernten. Aber nochmal ein Eisentopf. Hatte ich eigentlich schon mal hier oben reingeguckt? Doch, ne? Das haben wir schon. Nee, östliche Kaserne tatsächlich nicht. Guck mal, schon ein paar Mal gemacht, den Kerl. War zu faul gewesen, hier mal reinzulaufen. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Muss doch bei meinem Geschenk-Abo auch die Emotes ausnutzen. Das stimmt. Hast du wieder ein Gratis-Abo abgestaubt? Wie schön. Ja, manche haben echt coole Emotes. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich für welche haben wollen würde, wenn das mal so weit ist und in welche Richtung. Ist schwierig. Das meiste gibt es ja einfach auch irgendwie schon. Oh. Die haben hier auch ein Beutetier erledigt. Irgendwo ein Nest, kommen ja immer mehr. So, haben wir den König geschafft. Und jetzt ist es, glaube ich, schon kürzer, zur Puffbude 1 zu dackeln. Anstatt wieder zurück zu diesem, Teleportstein, genau. Und unterwegs finden wir doch bestimmt noch das letzte Beutetier. Und dann können wir vom Puffbude 1, nämlich auch total entspannt über den Kartentisch Richtung Sepermaru reisen. Dann habe ich das auch gleich mal besucht. Und dann ist unsere Zeit auch schon bald wieder um. Meine Güte, es ging jetzt irgendwie schneller als gedacht und gefühlt habe ich, kaum was geschafft wieder. Aber das macht nichts. Läuft ja alles nicht weg. Die Abschaumtiefen werden auch nächste Woche noch da sein. Sternmetall werde ich auch irgendwann aus den Meteoriten noch farmen. Das war nämlich auch so im Kopf, dass ich gerne nochmal Sternmetall, enden wollte. Genau, Rasmus Schlüssel habe ich nicht dabei. Ich wollte jetzt auch nur eben Sepermeru besuchen, um die Herausforderung zu triggern. Da komme ich ja immer wieder schnell hin. Dank des guten Transportsystems. Oh, heute passiert auch nicht mehr viel. Die sieht da oben interessant aus, aber ich habe keine Keule dabei. Jetzt ist sie wahrscheinlich gleich tot. Sie kämpft gegen irgendein Viech. Hallo Pferd. Ein Pferd heißt Pferd, weil es fährt. Aha. Da ist er wieder.
Der unfassbar dämliche Spruch. Ich glaube, ich muss mir auch noch mal so einen Komposter anlegen, wo dann immer diese Fettraupen drinne kommen, weil, oh, was ist denn hier? Nurus der Meuchler. Ja, gut. Jetzt finde ich den Weg nach Hause nicht. Genau, damit ich diese Fettraupen kriege, weil ich habe gesehen, man kann auch mit den Fettraupen so einige Gerichte kochen. Ach, guck an. Geschafft. Bäm. Sehr gut. Jetzt sollen wir Menschen besiegen. Ja, das wird nicht so schwierig. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Wo wohne ich denn? Da hinten. Wo läuft sie denn überall nur lang? Eine verwirrte Frau. Man kann mich nicht mal abonnieren. Du kannst also nicht deabonnieren. Nur wegen der Hasis. Die Fackel ist cool. Oh Mann. Aber guck mal, wie cool ist das bitte? Wir sollen Menschen besiegen und Wüstenhunde besiegen. Theoretisch haben wir da doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oh, was haben wir jetzt eigentlich Schönes bekommen? Ein neues Emote. Eine neue Bodenplatte und... Ein kleiner Haufen verschiedener Schätze. Bewert deinem Konto das Emote Husch. Husch, husch. Nee, der hat uns die Drohung nicht viel, leider. Stimmt. Das ist leider gut für mich. Der treueste Zuschauer hier droht mit D-Abo. Das ist ja Skandal. So. Ich bin schon so schlaftrunken hier. Ich weiß gar nicht, was. Wir wollten jetzt Richtung. Komm, wir gehen nach Mekka-Moses. Oder wo sind viele Menschen? Ich muss Menschen töten. Wir reisen Richtung Home. Und da töten wir Menschen. Ach Mist, ich wollte Wüstenhunde. Guck mal, ich bin schon so verpeilt. Ich war auch so nervös heute wieder zu streamen. Weiß gar nicht warum, nur weil ich es 2 Wochen lang nicht gemacht habe. Und jetzt verschussel ich alles. Abschaumtief. Nee, es ist zu spät, Vendetta. Ich schaffe das alles nicht mehr heute. Das schaffe ich heute alles nicht mehr. Ja. Da muss ich auch ein bisschen mich zurücknehmen, wirklich. Ich habe nicht ohne Grund jetzt auch diese Pause eingelegt gehabt, weil. Ja, momentan muss ich wirklich schauen, dass ich meinen Fokus jetzt auf die Schule lege. Ich habe jetzt auch einige Klausuren vor mir, weil wir jetzt vor der Zwischenprüfung noch ein paar Noten abgeben müssen. Und mir ist das schon wichtig, da ganz gut abzuschneiden. Habe ich die Fischreusen hier gelegt? Oder kann ich die hier rausklauen von den Leuten? Ohne Witz, die habe ich hier nicht hingemacht. Wisst ihr, was noch gar nicht so in den Herausforderungen vorgekommen ist? Mich eigentlich echt ein bisschen wundert, dass man da Fari töten soll. Es kommen ständig Wüstenhunde, Menschen, aber jetzt speziell der Fari. Da war ein Thron. Habt ihr das gesehen? Geil!
Ich kann einen Thron zu Hause aufstellen. Sogar zwei. Und noch, alter Schwede. Hier, guck mal, da sind nochmal diese Barrikaden. Kann ich das vielleicht ein bisschen schöner bauen? Wie cool. Also, was man an Loot jetzt bekommt, ist echt sagenhaft. Hier noch eine Kiste. Meine Güte. Das ist schon zu viel. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist schön, dass du das verstehst, Vendetta. Das ist sehr gut. Ja, in letzter Zeit sind echt so viele Dinge irgendwie gekommen und passiert. Es wurde dann alles ein bisschen viel. Und ja, da muss man auch sich das mal eingestehen und ein bisschen zurückschrauben. Ein Runenstein, ein mit Symbolen versehener Stein. Ein Schatz. Dieser alte Stein ist mit Inschriften und Symbolen längst vergessener Zivilisationen versehen. Er ist etwa doppelt so groß wie die Hand eines Erwachsenen und birgt die Last der Geschichte und allerlei Geheimnisse, die von alten Kulturen oft für die Übermittlung von Nachrichten, das Festhalten bedeutender Ereignisse oder die Aufzeichnung wichtiger Informationen genutzten Inschriften eines Runensteins können aus einfachen Symbolen oder komplizierten Schriften mit einer einzigen Bedeutung und Signifikanz bestehen. Sehr schön. Haben wir jetzt auch den kleinen Schatz der Nordheimer entdeckt. Wir hatten ja schon die Knochen von den Dafari. Oder von den. Ja, doch, die Knochen von den Dafari. Diese Zahnhalskette von den Wüstenhunden. Ja, und die Runensteine jetzt von den Nordheimern. Je mehr Schätze auf das schnell auf Stufe 10 bist, ja, lieber nicht. Ach, guck mal, Wölfe, genau. Mir wurde gesagt, dass alles über Stufe 6 wohl nicht mehr alleine zu bewerkstelligen ist und das auch schon hart wird. Was habe ich letztes Mal gestartet? Ich glaube, es waren nur 5, ne? Das war schon schlimm. Das war schon übel. Oh, da waren Jon der Tüftler. Gut, Jon der Tüftler ist jetzt hinüber. Sorry, Jon. Ein lilanes Schwertchen dabei. Wenig noch einer. Eins, zwei. Wo ist der dritte? Ich würde den gern looten. Er will sich nicht looten lassen. So, nehmen wir die Wölfe noch mit. Hallo, Boss Wolf. Die halten echt was aus, die Wölfchens. Sagenhaft. So, Jungs, helft mal mit. Ich habe keine Ausdauer mehr. Merci. So, damit haben wir 4. Dann können wir da hinten nochmal die Diener machen. Und dann sind da auch noch einige Wölfe und da oben sind hier auch noch einige Männchen. Dann dürften wir die Aufgabe erfüllt haben. Genau, ich war null vorbereitet. Ich wollte einfach nur einmal sehen, wie das Prinzip so abläuft. Und ja, wenn man dieses Purge-System richtig spielen möchte. Ja, da muss man schon sehr viel Zeit, glaube ich, reinstecken und dann taktisch klug wirklich seine Base vorbereiten und das dann auch von Stufe zu Stufe erweitern und ja, gucken, wie die reagieren, was sie machen, was man so braucht als Verteidigung und Kämpfer und ach, je. Also, man, die haben nicht ohne Grund ein ganzes Kapitel daraus gemacht. Das ist da. Es ist schon zeitintensiv. Es ist ja nicht nur, dass man jetzt hier neuen Loot hat und was weiß ich, also da ist ja echt was los. Mann! Ja, zwei laufen nach rechts, einer läuft nach links. Warum will denn keiner zu mir? Ihr seid hier doch sonst immer so angriffslustig. Fuck, Wölfe.
zwei kleine Türme mit Bogenschützen gebaut, aber alles mit T3-Materialien. Und in diesen Türmen hast du dann auch deine Schätze jetzt drinne, oder? So still hier. Aha. Da war die Stille vorbei. Haben wir einen Bär aus dem Schlaf geholt. Schätze sind noch in der Hängebase, aber den Weg dahin habe ich auf zwei Felsentürme noch gebaut. Okay. Der Weg dahin. Ach so. Wahrscheinlich dann auf jeder Seite ein, ne? So, da ist der letzte Wolf. Und dann gehen wir noch mal ein paar Menschen erledigen. Ein Säbelzahn häuten. Es ist immer so gemein. Man denkt, ach, eigentlich sind die Sachen noch nicht weit. Machst du noch eins? Machst du noch eins? Nein. Nur noch die Menschen. Nur noch die guten alten Menschen hier. In Neu-Asgard. Mann, die tun aber gerade weh. Einer fehlt noch. Jetzt sollte ich mich mal heilen. Oder auch mal was essen. Oder beides. So, kein Mensch, aber eine Truhe, die noch mehr von diesen Barrikaden beinhaltet. Wir können bald komplett aus den Barrikaden bauen. Oh ja, das ist ärgerlich. Eingekillt, abgereist und dann zu merken, dass ich den häuten sollte. Ja. Düdüm. So, Menschen komplett. Die haben jetzt immer interessante Speisen in ihren Taschen. Finde ich ja sagenhaft. Säuberungsgegner töten. Nein. Not today, Josephine. Diese Barrikaden sind ja dann wahrscheinlich eher so als, ja, Kriegsabwehrmauern gedacht, ne? Gar nicht als Deko, wie ich sie jetzt zu Hause verwendet habe, beziehungsweise als Raumtrenner. Ups. Bisschen unfunktioniert, ne? Wenn man nicht so das kriegerische Verständnis hat. Man kann so eine Barrikade halt auch mal zum Raumtrenner werden. Ich bin falsch gelaufen. Hier wohne ich nicht. Ah! Wo bin ich denn hin? Doch, hier wohne ich doch. Hat ein Glück.
baue mir noch einen kleinen Bunker mit einem kleinen Schatz, um das selbst zu testen. Ja. Das ist eine gute Idee. Home sweet home. Da sind wir wieder. Was war es? Eine lange Reise. Taschen sind voll. Werde ich also wieder viel Spaß dran haben, den ganzen Quark wegzusortieren. Nicht. Wir können jetzt einen Thron aufstellen. Mega. Stellen wir natürlich am Ende der Tafelrunde auf. So, wir können ja eigentlich auch hier hinstellen. Dann könnte man nachher die Tafelrunde noch verlängern. Vielleicht geht ja dann wirklich noch hier ein Tisch lang und dann habe ich hier so viele Krieger. Der andere kommt ans andere Ende. Und dann kann man hier Kriegsverhandlungen führen. So. Einer da sitzen und einer hier sitzen. Wundervoll. Habe ich auch noch so eine Schemel. Sind sie denn? Die Kriegshörner jetzt. Ich glaube, die sind unglaublich groß. War das so? Oh ja. Oh ja. Das stellen wir uns jetzt nicht auf den Tisch. Aber hier, guck mal. So, ein paar kleine Höckerchen. Ne, das sieht ja. Ach Gottchen, nein. Das machen wir nicht. Weiß ich nicht, wohin damit. Lassen wir erstmal. Feurig scharfe Fleischsuppe. Wieder so viele Bemalungen. Eine Feuerkugel. Das ist cool. So, gelevelt haben wir auch. Na, guckt mal. Da sind wir doch ein bisschen vorangekommen. Nochmal im Battle Pass. Das ist doch schön. Wir haben ein bisschen vorsortiert. Das werde ich auf Stream jetzt noch weitermachen. Und wir haben schon wieder ein paar Ideen für die nächsten Streams. Wir gucken uns die neuen Abschauentiefen an. Ich möchte immer noch Sternmetall finden. Und überhaupt, es gibt noch so viel zu sehen. Also eventuell auch nochmal mit einer kleinen Purge irgendwo starten. Nochmal eine kleine Hütte irgendwo bauen, kleine Schatzkammer, die ich dann so ein bisschen, ja, kriegsmäßig befestige. Ja, und es wird immer mehr, genau. Das Spiel will, dass du dich bemalst. Ja, wahrscheinlich. Mich und alle meine Krieger hier. Also, genug habe ich. Kann bald das ganze Dorf hier anpinseln. Aber auch das ist ja dann wieder was Schönes, was wir in den nächsten Streams machen. Ich freue mich drauf. Würde mich freuen, wenn ihr dann nächste Woche Donnerstag wieder dabei seid. Ich plane nächste Woche wieder weiterzumachen. Ja, das mit dem Helferangebot ist super. Ich habe auch die Idee, dass wir das hier bald community-mäßig aufmachen, auch immer noch im Kopf. Genau, nur den Zeitpunkt kann ich noch nicht sagen. Da brauche ich noch ein bisschen. Noch bin ich nicht so weit. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich selber erstmal ausprobieren möchte. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann geht das los. Volles Programm. Okay. Aber jetzt, adieu. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.